Proteine sind der Schlüssel für Muskelaufbau, Regeneration und generell für einen starken und gesunden Körper. Egal, ob ihr Muskeln aufbauen wollt oder stärker werden möchtet, die richtige Proteinversorgung ist entscheidend. Trotz der Vielzahl an proteinreichen Lebensmitteln fällt es vielen Menschen schwer, genug Proteine zu sich zu nehmen. Oft liegt das daran, dass der Alltag stressig ist und die Zeit für ausgewogene Mahlzeiten fehlt. Auch das Wissen über die richtige Proteinmenge und Quelle ist manchmal lückenhaft. Hinzu kommt, dass nicht alle Proteinquellen gleich schmecken oder leicht in den täglichen Speiseplan integriert werden können. Deshalb zeige ich dir heute, wie ich mich über den Tag ernähre und dabei locker über 250 Gramm Proteine esse. Guten Morgen, Freunde. Ich starte jeden Morgen mit einem Glas Wasser. Und bevor es dann mit dem Tag so richtig losgeht, seht ihr schon, gehe ich erstmal eine kleine Runde raus. Denn ja, ich finde, so ein Spaziergang am Morgen treibt Kummer und Sorgen, wie man so schön sagt. Nein, das hilft mir einfach, wach zu werden, das schon so ein paar Schritte zu sammeln und ja, einfach gut in den Tag zu starten. Ich mache das aber auch nicht zu lange, also wirklich nur 15 bis 20 Minuten. Und dann geht's auch schon los mit dem Tag. Nach dem Spaziergang mache ich mir erstmal einen Kaffee. Vielleicht denkst du jetzt, löslicher Kaffee wirklich? Ja, ich weiß, nicht der beste, aber wir sind erst umgezogen, haben noch keine richtige Kaffeemaschine. Und wenn ich ehrlich bin, schmeckt mir der lösliche mittlerweile sogar mega. Man gewöhnt sich einfach an alles. Aktuell schreibe ich meine Masterarbeit, weshalb ich viel Zeit vor dem Schreibtisch verbringe. Aber auch generell verbringe ich durch YouTube den Großteil des Tages am Laptop. Der Kaffee wird morgens dann immer während dem Schreiben getrunken. Falls du dich wunderst, warum ich nicht sitze, sondern mich vor dem Schreibtisch hinknie, ich mag es nicht so viel zu sitzen und habe auch keinen höhenverstellbaren Schreibtisch. Deshalb nehme ich mir meine weiche Matte und knie mich davor hin. Die ersten Proteine gibt es dann meistens circa 3 bis 4 Stunden nach dem Aufstehen und das ist im Sommer meistens ein Smoothie. Und zwar kommen als allererstes 200 Gramm gefrorene Beeren rein. Ich mache das immer frei Schnauze. 500 Gramm Magerquark. Der Tipp, wenn ihr das hier so einmal aufmacht, dann flutscht einfach der komplette Inhalt einfach rein. Eine Banane, halbe Avocado, da habe ich noch die Hälfte von gestern. Und ganz zum Schluss, das müsst ihr nicht machen, das mag ich aber immer noch, gibt es noch 10 Gramm Proteinpulver, damit es noch ein bisschen besser schmeckt, ein bisschen mehr Proteine noch dabei sind. Aber hauptsächlich echt, dass es einfach ein bisschen besser schmeckt. Das mache ich jetzt auch nicht so genau. Ungefähr 10 Gramm, ein bisschen Wasser dazu. Deckel drauf. Der Deckel, da sind diese Abdeckungen so ein bisschen kaputt. Deswegen müssen wir da aktuell immer so ein Klopapier drüber legen, damit es nicht alles voll spritzt. Und dann werden jetzt die ersten Proteine reingehauen. Das ganze Ding hat über 70 Gramm Eiweiß, also richtig viel. Das zimmere ich mir jetzt rein, setze mich wieder an den Laptop und dann geht's nach einer kleinen Verdauungspause auch schon ins Training. Heute stand ein sehr entspanntes Training auf dem Programm. In 3 Tagen ist nämlich der Weighted Calisthenics Wettkampf, an dem ich teilnehme. Deswegen gab es heute nur insgesamt 3 Sätze. Einen Maximalsatz in Muscle-Ups, einen Maximalsatz in Pull-Ups mit 15 Kilo und einen Maximalsatz in Dips mit 25 Kilo. Ich fühle mich gut vorbereitet und denke, dass ich das Training der letzten 2 Monate bezahlt machen wird. Den Wettkampf werde ich natürlich für euch aufnehmen, also seid gespannt auf das Video. Du willst auch mit Calisthenics anfangen, Muskeln und Kraft aufbauen? Dann ist der Calisthenics Guide perfekt für dich. Er ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um anzufangen und erhält einen 12-Wochen Trainingsplan mit über 40 Videos. Nutze jetzt den Code Sommer und erhalte für kurze Zeit 20% Rabatt auf alle bereits reduzierten Programme. Link ist in der Videobeschreibung. Nach dem Training gibt es für mich auch erstmal hier einen Shake mit 500 ml Hafermilch für die Carbs und 30 Gramm Proteinpulver. Ich nutze aktuell immer ein veganes Proteinpulver, weil ich Whey-Protein nicht so vertrage. Das sind auch nochmal knapp 28 Gramm Proteine. Jetzt geht's ab nach Hause und dann steht die nächste große Mahlzeit an mit einem Haufen Proteine. Zum Mittagessen gab es heute 125 Gramm Naturreis, 200 Gramm tiefgefrorenes Gemüse und 300 Gramm Putenfleisch. Mein Mittagessen ist meistens auch relativ ähnlich. Es gibt immer Gemüse, dann benutze ich meistens Tiefkühlgemüse und zwar immer das, was ich gerade da habe. Eine Kohlenhydratquelle, da ich eine Glutenunverträglichkeit habe, meistens Reis, Kartoffeln oder Knödel und eine Proteinquelle. Meine Proteinquelle ist immer phasenabhängig. Ich habe Phasen, da esse ich viel Fleisch wie aktuell, dann vor allem mageres Fleisch wie Hähnchen oder Pute. Es gibt aber auch Phasen, da esse ich so gut wie kein Fleisch, sondern viel Tofu, Soja und generell vegane Alternativprodukte. So, das Essen ist jetzt fertig. Ich habe auch noch eine Soße dazu gemacht und zwar relativ simpel aus 100 Gramm Hafermilch, bisschen Currypulver, Salz, Oregano und ja, das war es eigentlich.
Also super, super simpel. Das ganze Essen hat jetzt ein bisschen über 80 Gramm Proteine. Dann gibt es relativ lange kein Essen, denn danach geht es auch ab zur Arbeit. Das heißt, die nächste und letzte Mahlzeit gibt es dann heute Abend. Und ja, das ist auch nochmal eine ordentliche Proteinbombe und die Mahlzeit mit den meisten Proteinen tatsächlich. So, und da bin ich wieder ready für die letzte Mahlzeit. Die dauert zum Glück auch nicht lang, ist super schnell erledigt. Und danach werden wir so eine kleine Bilanz ziehen, wie viel Proteine habe ich über den Tag gegessen, wie viele Kalorien habe ich zu mir genommen und so weiter und so fort. Sieht meine Ernährung immer so aus wie heute? All das werden wir jetzt gleich nach dem Essen klären. Aber jetzt geht es erstmal darum, das Ganze zu machen, denn ich habe unfassbar Hunger. Alles, was wir dafür brauchen, seht ihr hier. Eier, Brot und Käse. Ich nutze immer einen fettreduzierten Käse, Maßdamer, den feiere ich extrem, ist mein Lieblingskäse. Eiergröße M und das Brot, ihr wisst ja, ich habe eine Glutenunverträglichkeit. Das heißt, glutenfreies Brot, hier in dem Fall Sonnenblumenkernbrot. Es gibt jetzt 4 Brote mit der kompletten 200 Gramm Käsepackung und 5 Eiern. Und dann ziehen wir uns das Ganze rein. Ich freue mich extrem. Unfassbar viele Proteine. Das Ganze sind über 90 Gramm Proteine. Also ein richtig guter Abschluss des Tages. Die letzte Mahlzeit des Tages ist fertig. Käsebrot mit Ei. Das werde ich mir jetzt reinzimmern. Ich habe auch echt richtig, richtig Hunger. Vielleicht zur ersten Frage. Und zwar, ob ich mich denn jeden Tag so ernähre wie heute. Tatsächlich ja. Also natürlich nicht eins zu eins das Gleiche. Es gibt Phasen, in denen ich kein Fleisch esse, sondern sehr viel vegane Produkte. Aktuell esse ich sehr viel Fleisch, weil ich zum Beispiel das Gefühl habe, dass es mir gut tut. Aber auch Käsebrot und Ei esse ich natürlich nicht jeden Abend, aber sehr oft. Also ich würde schon sagen, jeden zweiten Tag auf jeden Fall. Ansonsten zum Frühstück gibt es im Sommer bei mir wirklich jeden Morgen Smoothie. Auch hier variiere ich so ein bisschen, bin ich gerade am Cutten. Das Cutten verschwindet. Tut mir so leid. Am Cutten, die Leute haben schon richtig verstanden, also am Definieren oder am Balken, also am Muskeln aufbauen. Dann variiere ich zum Beispiel, dass ich die Avocado weglasse und dafür vielleicht eine Banane mehr reinmache. Oder. Also auch hier sind es nicht immer gefrorene Beeren, manchmal ist es auch gefrorene Mango. Auf jeden Fall immer ein Obst. Über den ganzen Tag verteilt, ich habe es mir extra aufgeschrieben, habe ich jetzt über 270 Gramm Proteine, also echt richtig, richtig viel. Und ihr habt es gesehen, also relativ simpel. Und ich versuche auch jetzt hier nicht das ganze Rad neu zu erfinden, sondern ich halte es bei meinem Essen auch relativ einfach. Es muss schnell gehen, es muss effektiv sein. Und das waren jetzt so die Meals, die ich zurzeit sehr, sehr oft dann auch tatsächlich esse. Über 270 Gramm Proteine, 3100 Kalorien und mehr, über 250 Gramm Kohlenhydrate und über 100 Gramm Fette. Also wirklich alles eigentlich relativ gut gedeckt. Wo ich vielleicht noch ein bisschen mehr essen könnte, sind die Kohlenhydrate, ein bisschen weniger Fett. Aber allein dadurch, dass ich zum Beispiel morgens im Smoothie die Avocado die halbe weglasse und da vielleicht noch eine Banane oder zwei mehr reinmache, allein das wäre tatsächlich dann schon dieser Switch. Ansonsten, ja, war das mein Full Day of Eating. Wenn euch das Video gefallen hat, dann einmal Daumen nach oben da lassen, in die Kommentare schreiben, was ihr weiterhin auf meinem Kanal sehen wollt. Kanal abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich lasse mir das Ganze jetzt schmecken. Macht's gut. Ciao.